Der dritte Mythos, der oft über uns erzählt wird, ist, Thomas Witt Consulting macht nur Möbelverkauf, Vollsortiment und hat keine Ahnung von Küchen. Das ist nicht so. Früher, als wir noch vorwiegend Verkaufstrainings gemacht haben, hatten wir natürlich im Sommer immer viel Zeit. Und da haben wir uns darauf spezialisiert, in sehr, sehr kurzen Projekten Küchenabteilungen und Küchenhäuser zu analysieren und den Verkaufsprozess dort zu verbessern. Das geht schnell, kostet nicht viel und hat sehr, sehr schnell Effekt, weil der Verkaufsprozess in einer Küchenoperation sehr, sehr gut kontrolliert ist durch das Planungsprogramm. Was muss man analysieren? Zunächst mal die Abschlussquote, wie viel Prozent aller Beratungen, Planungen wird abgeschlossen. Und dann kann man noch analysieren, wie viel davon werden im ersten Gespräch abgeschlossen, wo ein Preis gemacht wurde, und wie viel Prozent werden an Wiederkommer abgeschlossen. Dann analysiert man den Orderschnitt und dann hat man schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was funktioniert. Ist das ein Einstopphaus mit einer Einstoppstrategie, wo versucht wird, sofort zu verkaufen, oder eine Zweistoppstrategie ist besser? Und das kann man in 1, 2, maximal 3 Tagen rausarbeiten und dann mit den Verkäufern besprechen und den neuen Prozess einziehen. Das bringt normalerweise aus dem Stand 10 bis 30% mehr Abschlussquote in Ihrer Küchenabteilung. Mein Freund, Kollege und Geschäftspartner Leif Kania hat die Hälfte seines Lebens nichts anderes gemacht, als selber Küchen verkauft, Küchenstudios geleitet, Möbelhäuser geleitet und verkauft bis heute noch in seiner Freizeit oder neben unserem Trainerleben Küchen aus der Aktentasche. Das heißt, wir sind die Küchenspezialisten. Kontaktieren Sie uns und wir können in einer Verkaufspotenzialanalyse Ihnen erklären, wie schnell und wie erfolgreich so ein Küchenprojekt möglich ist.